In der sechsten Folge der Hauptsendung haben Sie eine Reihe von Verbindungen kennengelernt, die entstehen, wenn in die uns bisher bekannten Kohlenwasserstoffe Sauerstoff eingebaut wird. Zu den auch dem Laien bekannten Verbindungen dieser Art gehören der Essig und der Alkohol. Genauer müsste man eigentlich sagen die Alkohole, denn es handelt sich da um eine ganze Klasse von Verbindungen. Gemeinsames Kennzeichen aller Alkohole ist die Anwesenheit einer OH-Gruppe oder auch mehrerer solcher Hydroxylgruppen in einem sonst nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden Molekül. Sie haben auch schon die wichtigsten Eigenschaften der Alkohole kennengelernt und einige ihrer möglichen Reaktionen. Wir wollen uns heute mit einigen Fragen beschäftigen, die in diesem Zusammenhang vielleicht aufgetaucht sind. Zunächst, wie kommt es eigentlich, dass der Alkohol mit seiner OH-Gruppe in wässriger Lösung nicht genauso reagiert wie zum Beispiel Natriumhydroxid in wässriger Lösung, Natronlauge? Und weshalb man dementsprechend von einer Hydroxylgruppe und andererseits von einem Hydroxid spricht? Schauen Sie sich noch einmal die entsprechenden Reaktionen an, zunächst mit Natronlauge. Das ist ja bereits eine wässrige Lösung von Natriumhydroxid, Ethanol. Hier fügen wir also noch etwas Wasser hinzu. Und nun prüfen wir mit rotem Lackmuspapier. Zunächst in der Natronlauge. Sie sehen die sehr deutliche basische Reaktion. Und nun die entsprechende Probe beim Ethanol. Sie sehen, Ethanol reagiert nicht basisch. Beide Substanzen enthalten OH. Wenn sie so verschieden reagieren, dann kann das nur daran liegen, dass Sauerstoff und Wasserstoff in den beiden Substanzen in verschiedener Weise gebunden sind. Wir kommen also wieder zu der zentralen Frage der chemischen Bindung zurück. Rufen wir uns kurz ins Gedächtnis, was wir bisher darüber gelernt haben. Da gibt es einmal die Ionenbindung, die haben wir am Beispiel des Lithiumchlorids untersucht. Dass im Lithiumchlorid Ionenbindung vorliegt, haben wir daran gesehen, dass es bei Verflüssigung den elektrischen Strom leitet. Andererseits gibt es dann noch die Atombindung, wie sie zum Beispiel beim Zucker vorliegt. Stoffe, in denen nur Atombindungen vorliegen, leiten den elektrischen Strom nicht. Alkohole und Natriumhydroxid enthalten also beide OH. Wir wollen jetzt durch Prüfung der Leitfähigkeit feststellen, ob es sich bei dem einen oder anderen Stoff um Ionenbindungen handelt. Wir müssen das Natriumhydroxid flüssig haben. Dazu füllen wir es hier in diesen Eisentiegel und erhitzen es. Bei etwa 122 Grad Celsius schmilzt es dann. Sie sehen, in diesen Eisentiegel führen hier die beiden Elektroden hinein. Wir wollen das Gerät noch anschalten. Sie sehen, geschmolzenes Natriumhydroxid leitet den elektrischen Strom. Und nun wollen wir den Vergleichsversuch mit Ethanol durchführen.
Sie sehen, Ethanol leitet den elektrischen Strom nicht. Daraus schließen wir, dass beim Natriumhydroxid Ionen vorliegen und beim Ethanol nicht. Dass im Natriumhydroxid eine Ionenbindung vorliegen muss, das kann man auch aus der Theorie gut verstehen. Man könnte ja denken, dass eine Verbindung dieser Art vorläge. Nun wissen Sie aber, dass alle Atome bei der Verbindungsbildung Edelgaskonfiguration anstreben. Das heißt, den Zustand, bei dem die äußerste Schale mit Elektronen voll besetzt ist. Bei Wasserstoff und Helium sind das 2, bei allen anderen Atomen 8 Elektronen. Wie ist das nun hier? Nun, Sie sehen, das Natrium hätte in seiner äußersten, der dritten Schale, nur 2 Elektronen, also nicht Edelgaskonfiguration. Die bekommt es, wenn es ein Elektron ganz an das Sauerstoffatom abgibt. Es wird dabei zum Natriumion, das in seiner äußersten Schale, das ist dann die zweite, 8 Elektronen hat, genauso wie das Neonatom. Es hat damit also Edelgaskonfiguration erreicht. Auch das Sauerstoffatom hat jetzt Edelgaskonfiguration. Wo kommen die 8 Elektronen her? Nun, das Sauerstoffatom hat von sich aus zunächst 6 Elektronen in der äußersten Schale. Ein weiteres hat es vom Natrium bekommen und das 8. Elektron stammt vom Wasserstoff, mit dem das Sauerstoffatom eine Atombindung bildet. Wir haben also insgesamt jetzt ein positives Natriumion und ein negatives OH-Ion, das Hydroxidion. Man kann sich übrigens die Zusammenhänge auch mit Hilfe der Elektronegativität klar machen. Sie erinnern sich, Elektronegativität, damit bezeichnen wir die bei unterschiedlichen Atomen mehr oder weniger stark ausgebildete Fähigkeit oder das Bestreben, Elektronen, Bindungselektronen zu sich heranzuziehen. Sauerstoff hat nun im Vergleich zum Natrium eine außerordentlich große Elektronegativität. Man kann auch sagen, die Elektronegativitätsdifferenz zwischen Sauerstoff und Natrium ist sehr groß, während sie zwischen Sauerstoff und Wasserstoff wesentlich kleiner ist. Deshalb kann also das Sauerstoffatom dem Natrium ein Elektron ganz entreißen, während es das Elektron des Wasserstoffs nur etwas zu sich herüberziehen kann. Schauen wir uns nun die OH-Gruppe im Alkohol an, hier am Beispiel des Methanols. Auch hier versucht das Sauerstoffatom aufgrund seiner großen Elektronegativität Elektronen zu sich heranzuziehen. Es versucht sie von seinen unmittelbaren Nachbarn, dem C- und dem H-Atom, zu holen. Diese sind aber ihrerseits so stark, das heißt so elektronegativ, dass sie einen völligen Übergang der Elektronen zum Sauerstoffatom verhindern. Die Elektronen werden nur ein bisschen zum Sauerstoff hingezogen. Es bildet sich also wieder eine Atombindung und die Tatsache, dass das Bindungselektronenpaar etwas zum Sauerstoff hin verschoben ist, können wir so andeuten. Hier und hier. Man spricht in diesem Fall von einer polaren Atombindung. In der Formel drückt man das auch so aus, dass man Delta plus, hier Delta minus und hier Delta plus anschreibt. Damit drückt man aus, dass Teilladungen bei diesen Atomen vorliegen. Von der insgesamt vorhandenen negativen Ladung befindet sich etwas mehr beim Sauerstoffatom als beim Kohlenstoff- oder Wasserstoffatom. Beim Alkohol also haben wir keine Hydroxidionen, keine Ionen, sondern eine polare Bindung. Man nennt dies hier die Hydroxylgruppe. Eine der wichtigsten Eigenschaften des Alkohols ist seine leichte Oxidierbarkeit. Dazu haben Sie in der Hauptsendung schon ein Experiment gesehen.
Erhitztes Kupferoxid wird in Alkohol eingetaucht, hier in Ethanol. Sie sehen, die schwarze Oxidschicht verschwindet und das blanke Kupfer kommt wieder zum Vorschein. Offenbar hat der Alkohol dem Kupferoxid den Sauerstoff entzogen und ihn selbst irgendwie aufgenommen. Wie? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer überlegen. Stellen wir einmal anhand von Reaktionsgleichungen drei Möglichkeiten für die Umsetzung von Kupferoxid mit Alkohol zusammen. Kupferoxid, Ethanol. Als erstes wäre denkbar, dass der Sauerstoff zwischen dem Wasserstoff und dem Kohlenstoff eingebaut wird und wir würden dann als Ergebnis der Reaktion Kupfer und eine solche Verbindung mit zwei OH-Gruppen erhalten. Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre diese. Der Sauerstoff wird etwa an dieser Stelle eingebaut. Nun weiß man, dass zwei OH-Gruppen an einem Kohlenstoffatom nicht stabil sind. In diesem Fall wird Wasser abgespalten und wir bekommen eine solche Verbindung, einen Aldehyd und Wasser. Denkbar wäre auch vielleicht eine solche Reaktion. Das Sauerstoffatom wird zwischen die beiden Kohlenstoffatome eingebaut und man bekäme eine solche Verbindung. Wir haben Ihnen hier die drei Reaktionsprodukte noch einmal zusammen aufgezeichnet. Aus der Hauptsendung wissen Sie nun schon, dass dieses Reaktionsprodukt bei dieser Umsetzung entsteht. Woher aber weiß man so etwas? Nun, die Entscheidung gibt da wieder das Experiment. Schauen wir uns einmal die Reaktionsprodukte an. Sie unterscheiden sich einmal durch die Position der Sauerstoffatome, ganz besonders aber dadurch, dass bei dieser Reaktion noch zusätzlich Wasser abgespalten wird. Sie kennen nun schon eine spezielle Reaktion für den Nachweis von Wasser. Sie sehen, weißes Kupfersulfat wird durch Wasser blau gefärbt. Und bei dieser Gelegenheit wollen wir gleich auch noch einen Nachweis für Aldehyde kennenlernen. In dieser Schale haben wir etwas Ethanal. Sie sehen, fuchsinschweflige Säure wird durch Aldehyde rot-violett gefärbt. Wir wiederholen jetzt das Experiment Reaktion von Kupferoxid mit Ethanol in einer etwas abgewandelten Form, die die einzelnen Nachweisreaktionen ermöglicht. Hier unsere Versuchsapparatur ist an diesem Ende an eine Wasserstrahlpumpe angeschlossen. An dieser Stelle wird Luft angesaugt. Sie geht durch diese Waschflasche mit Schwefelsäure und wird dabei getrocknet. Sie wissen ja, konzentrierte Schwefelsäure zieht begierig jede Spur von Wasser oder Wasserdampf an sich. Die getrocknete Luft geht dann hier weiter, geht durch diese Waschflasche mit Ethanol. Das Gemisch aus Luft- und Ethanoldämpfen geht dann weiter in dieses Verbrennungsrohr. Darin haben wir ein Kupferdrahtnetz. Von dort aus geht es weiter hierher. Dort haben wir weißes Kupfersulfat für den Wassernachweis. Und schließlich hierher, hier haben wir in dieser Waschflasche fuchsinschweflige Säure, die den Aldehyd nachweisen soll. Die übrigen Waschflaschen dienen nur zur Sicherheit. So, dann wollen wir das Experiment mal in Gang setzen.
Die Blaufärbung des Kupfersulfats zeigt, dass Wasser entstanden ist. Die fuchsinschweflige Säure hat sich rot-violett gefärbt, der Nachweis für den Aldehyd. Damit ist also durch das Experiment bewiesen, dass die Reaktion Oxidation des Alkohols nach diesem Schema abgelaufen ist. Bei unserem Experiment mit der Münze hatte sich das Kupfer zunächst mit Sauerstoff zu Kupferoxid verbunden und anschließend den Sauerstoff in einem zweiten Schritt an den Alkohol abgegeben. Bei unserem Experiment laufen die beiden Reaktionen gleichzeitig ab. Das entspricht übrigens einem Verfahren, wie es auch in der Technik benutzt wird. Das Kupferdrahtnetz hatte sich mit dem Sauerstoff zunächst zu Kupferoxid verbunden und den Sauerstoff sofort wieder an das Ethanol weitergegeben, das damit zu Ethanal oxidiert wurde. Sie wissen aus der Hauptsendung, dass nun das Ethanal auf genau die gleiche Weise mit Hilfe von heißem Kupferoxid weiter oxidiert werden kann. Das wollen wir im Experiment noch einmal durchführen. Ich muss also zunächst die Kupfermünze wieder oxidieren. So, nun beobachten Sie, wir werfen diese Kupfermünze in Ethanal. Nach Ablauf der Reaktion können wir hier Essigsäure nachweisen. Wir tun es mit Lackmuslösung. Die Rotfärbung zeigt an, dass es sich um eine Säure handelt. Diese Reaktion verläuft nach folgendem Schema. Aus Kupferoxid und Ethanal entstehen Kupfer und Essigsäure. Wir wollen uns jetzt noch überlegen, wie es eigentlich kommt, dass von den drei Verbindungsklassen Alkanole, Alkanale und Alkansäuren nur die Verbindung der letzteren sauer reagieren. Wie es kommt zum Beispiel, dass durch den Einbau eines einzigen Sauerstoffatoms beim Übergang vom Alkanal zum Alkansäuremolekül sich die Eigenschaften der Stoffe, die chemischen Eigenschaften, so entscheidend ändern. Nun, Sie wissen, die saure Reaktion einer Substanz hängt davon ab, dass sie in wässriger Lösung Protonen, positiv geladene Wasserstoffionen, abgibt. Wir wollen uns das noch einmal am Beispiel der Essigsäure klar machen. Wir haben hier wasserfreie, konzentrierte Essigsäure, sogenannten Eisessig. Wir wollen hier überprüfen, ob sie den elektrischen Strom leitet. Sie sehen, die Flüssigkeit leitet den Strom nicht. Es können also keine frei beweglichen Ionen vorhanden sein. Wir wollen nun etwas Wasser zugeben. Sie sehen, Essigsäure in wässriger Lösung leitet den elektrischen Strom. Es müssen also frei bewegliche Ionen vorhanden sein. Offenbar gibt die Essigsäure erst in Gegenwart von Wasser Protonen ab. Essigsäure ist im Verhältnis zum Wasser ein Protonenspender oder wie der Fachausdruck heißt, ein Protonendonator. Wasser ist ein Protonenakzeptor.
Wie kommt es nun, dass die Protonen erst in Gegenwart von Wasser abgegeben werden? Nun, wenn ein Stoff überhaupt Protonen abgeben kann, so tut er dies nur in Gegenwart eines anderen Stoffes, der Protonen aufnimmt. Protonen als solche sind nämlich recht reaktionsfähig. Das Wasser ist einer der bekanntesten Protonenakzeptoren. Aufgrund welcher Eigenschaften hat nun das Wassermolekül speziell die Fähigkeit, Protonen aufzunehmen? Das machen wir uns am besten anhand der Strukturformel von Wasser klar. Dies hier ist die Strukturformel eines Wassermoleküls. Das Sauerstoffatom hat einmal eine negative Teilladung und zum anderen befinden sich hier noch freie Elektronenpaare. Dadurch hat es die Möglichkeit, ein Proton anzulagern und es bildet sich diese Verbindung, H3O. Da sie durch das Hinzutreten eines positiv geladenen Teilchens des Wasserstoffions entstanden ist, hat das ganze Gebilde eine positive Ladung. Es ist also ein positives Ion. Man bezeichnet es als Hydronium-Ion H3O+. Hydronium-Ionen, H3O+-Ionen, sind in wässrigen Lösungen von Säuren stets vorhanden. Sie sind auch für den Farbumschlag der Lackmuslösung nach Rot verantwortlich. Wie kommt es denn nun, dass Carbonsäure H3O+-Ionen in wässriger Lösung ergibt, also sauer wirkt, Alkohole und Aldehyde aber nicht? Dazu schauen wir uns noch einmal die Strukturformeln an mit den eingezeichneten Polarisierungen. Im Alkoholmolekül zieht das Sauerstoffatom von seinen beiden Nachbarn die Bindungselektronen etwas zu sich herüber. Es trägt eine negative Teilladung. Beim Carbonsäuremolekül befindet sich ein weiteres Sauerstoffatom doppelt gebunden in dieser funktionellen Gruppe. Es zieht sehr stark Elektronen an und unterstützt damit die elektronenziehende Wirkung dieses Sauerstoffatoms. Die Bindungselektronen zu diesem Wasserstoffatom werden also sehr stark nach hier herübergezogen und die Bindung wird dadurch so geschwächt, dass beim Hinzutreten von Wassermolekülen dieses Wasserstoff tatsächlich als Proton in die Lösung geht. Was dann hier übrig bleibt, ist ein negativ geladenes Teilchen, ein Ion. Es ist das Acetat-Ion. Beim Aldehyd ist der unmittelbare Nachbar des Wasserstoffatoms das Kohlenstoffatom. Und trotz der Anwesenheit des doppelt gebundenen Sauerstoffatoms ist die elektronenziehende Wirkung hier nicht sehr stark, so dass also selbst bei Lösen in Wasser dieses Wasserstoffatom sich nicht vom Molekül trennt. Wir können also sagen, Carbonsäuremoleküle spalten Protonen ab, Aldehyd- und Alkoholmoleküle nicht. Damit haben wir eine Erklärung dafür, weshalb Eisessig bei Lösung in Wasser sauer wirkt. Es gibt aber noch eine andere Begründung. Erinnern Sie sich daran, was wir beim Benzol über die Bindung im Benzolring kennengelernt haben. Wir haben dort erfahren, dass wenn Elektronen vorliegen, die nicht einem einzigen Atom zugeordnet sind, sondern gewissermaßen über das ganze Molekül hinweg schwirren können, sich ein besonders stabiler Bindungszustand ergibt. Wir können sagen, solche delokalisierten Elektronen ergeben einen energetisch besonders günstigen Bindungszustand für das Molekül. Ähnlich wie beim Benzol, wo wir die doppelte Kekulé-Formel hatten, können wir auch für das Acetation zwei Strukturformeln angeben, diese und diese. Hier ist die negative Ladung an dieser Stelle eingezeichnet, hier an dieser Stelle. Wir müssen annehmen, dass keine der beiden Formeln den wahren Zustand des Moleküls angibt. Wir stellen uns vielmehr vor, dass die negative Ladung auf beide Sauerstoffatome gleichmäßig symmetrisch verteilt ist. Wir können das zum Beispiel durch eine solche Formel andeuten.
Dass diese Formel den wahren Molekülzustand besser wiedergibt, wird auch durch die experimentelle Erfahrung bestätigt, dass die beiden CO-Bindungen im Acetation gleich lang sind. Wir können uns das am besten noch mit einem Orbitalmodell verdeutlichen. Die weißen, keulenförmigen Gebilde hier sind Sigma-Bindungen und dies hier sind die symmetrisch liegenden Wolken delokalisierter Pi-Elektronen. Wir können also sagen, die Abspaltung eines Protons aus einem Carbonsäuremolekül wird auch dadurch ermöglicht, dass ein solches stabilisiertes Anion entstehen kann. Beim Alkohol und beim Aldehyd könnte durch Abspaltung eines Protons ein solches stabilisiertes Teilchen nicht entstehen. Deswegen sind diese beiden Substanzen in wässriger Lösung keine Säuren. Noch ein Wort zu dem, was wir eben gesagt haben. Alkohol spaltet in wässriger Lösung kein Proton ab. Das ist richtig eben für wässrige Lösungen. Trifft Alkohol aber auf bestimmte andere Reaktionspartner, die eine stärkere Tendenz zur Aufnahme von Protonen haben, so ist durchaus ein anderes chemisches Verhalten denkbar. Wie also ein Stoff reagiert, das ist nicht ein für alle Mal durch diesen Stoff festgelegt, sondern es hängt davon ab, mit welchen Partnern er zusammentrifft und wie seine Umgebung beschaffen ist.